das Kleinstück in mir ist doch auch da drauf. Nein, ich will das nicht. Es geht schon seit mehreren Monaten, so jetzt ist Schluss damit. Ich werde meinem Mann davon erzählen. Dein Mann? Den erwähnst du doch sonst nicht. Ich dachte, den gibt's überhaupt gar nicht. Doch, den gibt es. Und schaff hin oder her. Jetzt ist es vorbei. Das hat was mit sexueller Belästigung zu tun. Es ist absolut großartig, dass es Frau Körner hier gelingt, sich von ihrem Vorgesetzten abzugrenzen, ihn in seine Schranken zu weisen. Denn genau das tun Opfer häufig nicht, aus Scham, aus Schuldgefühlen, weil sie denken, sie sind irgendwie dran schuld, dass jetzt dieser Übergriff passiert. Das Gegenteil ist der Fall und es ist umso wichtiger, dass sie auch damit droht, ihren Mann mit einzubeziehen. Denn Öffentlichkeit ist etwas, was diese übergreifenden Männer scheuen. Es sind in der Regel Männer, die eine Machtposition innehaben, die sowas machen. Aber innerlich sind diese Männer eher klein oder erleben sich als minderwertig. Und sie suchen sich immer Frauen, die eine gewisse Hilflosigkeit oder Unsicherheit ausstrahlen. Denn letztendlich geht es hier nicht um Lust und sexuelle Befriedigung. Es geht hier darum, Macht auszuüben und sich dadurch als Mann selber größer zu fühlen. Was ist denn los mit dir? Nichts ist los, ich lasse mir das nicht länger von dir gefallen. 2 Stunden später. Antonia Körner hat sich vorgenommen, ihrem Mann Clemens von den sexuellen Belästigungen ihres Chefs Jakob Berger zu erzählen. Sie möchte sich ihm endlich anvertrauen, zumal dem Bankkaufmann die Veränderung seiner Frau in den letzten Monaten nicht verborgen geblieben ist. Flitzt schnell vorbei, ich könnte dich anfassen. So heißt er. Ich muss etwas sehr Dringendes sagen. Okay. Schau mal, es gibt mir in letzter Zeit alles schwer auf den Geist. Ich verlasse dich. Wie bitte? Ja. Ich habe jetzt seit ein paar Wochen eine neue Freundin. Das kannst du doch nicht einfach alles wegschmeißen. Ach, nö. Antonia, bitte guck dich mal an. Warum lässt mich so gehen? Das ist jetzt ein Fusselabgriet. Das ist ein Fusselabgriet. Du hast die Haare nicht mehr zurecht. Du schminkst dich nicht mehr. Guck mal deine Klamotten an, wie die Gammlerin. Aber